Guten Morgen, lieber Zuschauer, wie du sehen kannst, ich bin schon am Bahnhof angekommen, denn heute habe ich mir was Tolles überlegt, was ich in der Umgebung von Berlin machen möchte, denn ich habe mir überlegt, ich fahre heute zu den Belitzer Heilstätten, denn da gibt es was Schickes, was man sich anschauen kann, aber was es genau ist, bleib am Video dran und lass dich einfach überraschen. Tschüss! So, liebe Leute, ich bin jetzt angekommen. Im Hintergrund erkennt man das Ganze ganz gut, wo ich mich befinde. Und zwar bei den Belitzer Heilstätten, besser gesagt bei den Baumgipfelwegen. Aber nein, dahin geht das Ganze heute nicht, denn Belitzer Heilstätten hat noch eine andere Attraktion, die man sich hier anschauen kann oder besser gesagt auch machen kann, aktiv, und zwar ein Barfußparcours. Und ich dachte mir einfach mal, ich nehme dich heute da mit und zeige das Ganze, was so schick ist da zu sehen gibt, was man so Schickes da machen kann. Also bleib beim Video dran, lass dich überraschen und wir sehen uns dann drinnen natürlich. So, liebe Leute, ich bin jetzt in dem Barfußparcours drin und habe auch schon coole Sachen miterlebt, was du ja schon im Video gesehen hast. Und ich bin gerade, muss ich ehrlich gestehen, im gelben Weg, sag mal sozusagen, weil es gibt drei Wege, drei bestimmte Wege, einmal rot, dann einmal gelb und einmal blau. Und der blaue ist der letzte und ich muss ehrlich gestehen, du musst, wenn du hier bist, eine Menge an Zeit mit dir bringen, denn man braucht ungefähr 2 bis 3 Stunden, um in diesem Park überhaupt vom Anfang bis zum Ende durchzugelangen. Und mir gefällt es auf jeden Fall, man kann hier viel erleben, ganz besonders für Kinder ist es optimal. Und ja, ich werde mir jetzt noch weiter anschauen, was so hier Schickes gibt. Wir sehen uns dann später.
So, liebe Leute, ich bin jetzt, wie du sehen kannst, wieder raus aus dem Barfußparcours. Es hat echt Spaß gemacht, das Ganze mal zu erkunden, die Sinne zu reizen. Und ja, also ich hoffe, dir hat das Ganze auch gefallen. Und falls du Interesse hast, das Ganze mal anzuschauen, ich kann unten in die Videobeschreibung einfach mal reinschreiben, wie das Ganze heißt. Und natürlich würde ich mich wie immer über ein Like freuen. Vergiss mich nicht zu abonnieren und natürlich die Glocke zu aktivieren, damit du keine weiteren Folgen von mir, The Cone 900, verpasst. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.